Hier ignoriert Ariana Grande ihre Fans, nachdem diese stundenlang auf sie gewartet haben. Am 4. Juli 2015 besuchten Ariana Grande und ihr damaliger Freund Ricky Alvarez ein Donutgeschäft. Dort hat sie sich von ihrer wirklich unhöflichen Seite gezeigt. Sie wurde mit der Kamera aufgenommen und sagte erst, dass sie einen Spezialisten für Donuts braucht. Dann hat sie tatsächlich einige der Donuts abgeleckt, wofür sie allerdings noch gar nicht bezahlt hatte. Schlussendlich nahm sie dann andere Donuts mit und hinterließ die von ihr kontaminierten Lebensmittel. Nicht nur hat sie sich wirklich unpassend verhalten, nein, sie beschwerte sich und meinte, dass sie ihr Heimatland Amerika hasst. Als die Öffentlichkeit davon Wind bekam, veröffentlichte sie ein Statement und entschuldigte sich. Seeing a video of yourself behaving poorly that you have no idea was taken is such a rude awakening. Man kann sagen, dass Taten oft mehr sprechen als Worte. Das war wohl wirklich ein ungünstiger Moment, in der die Öffentlichkeit und ihre Fans die Sängerin gesehen haben. Das Donut-Geschäft bekam nach dieser Situation eine schlechtere Rezension. Ariana Grande ruinierte deshalb das Geschäft, da die von ihr kontaminierten Donuts noch verkauft wurden und man erst viel später die Überwachungskameras checkte. Die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin tourte schon durch die ganze Welt. Dabei stellte sich heraus, dass sie nicht ganz so perfekt ist, wie man das dann anfangs annimmt. In diesem Video erkennt man ganz deutlich, dass es beim Singen manchmal auch zu Pannen während dem Gesang kommen kann. Während ihren Auftritten kommt es nicht nur zu kleinen sängerischen Fehlern, sondern es kam schon oft vor, dass sie in ungünstigen Augenblicken ihren Text vergaß. 2014 traf sich Ariana Grande mit einigen ihrer Fans. Dort kam es zu einem Moment, bei der sich die Sängerin nicht ganz so professionell verhalten hat. Tatsächlich wünschte sie ihren Fans den Tod. Hier vermeidet Ariana Grande den Kontakt mit ihren Fans, die dort stundenlang gewartet haben. Bei den Kids' Choice Awards 2013 schrie sie Fans und Fotografen an. Hier möchte sie nicht neben dieser Frau stehen. Sie fühlt sich unsicher, wenn sie von der rechten Seite fotografiert wird und zwingt Leute, Bilder von deren Kameras zu löschen. Während einem Interview im Radio fragte der Reporter die Sängerin, ob sie denn als Frau ohne Mobilgerät längere Zeit auskommen kann. Der Reporter meint, dass Frauen ohne ihr Mobiltelefon nicht überleben können. Grande verteidigte sich natürlich und meinte, dass sie auch ohne Mobilgerät längere Zeit leben kann. Sie stellte fest, dass es logischerweise auch auf Männer zutrifft. Her life is the best it could be right now. You know, that's what bothers me about people and about society. It's like, shut up. Like, shut up.